So, und da unten muss ich jetzt hin, ne? Sieht zumindest so aus. Na denn. Abflug! Yeah! Voll gegen den Stein geballert. Passt. Okay, rennen wir weiter. Obwohl, nee. Ich will eigentlich erstmal zu einem Waffenladen. Gibt's ja bei Thirsttown. Da habe ich vorher bloß nicht gesehen, weil ich die Karte noch nicht offengelegt hatte. Was natürlich sinnvoll ist, wenn man das sehen will. Ah, hier gibt es auch so einen schicken Automaten. Munition! Ne, erstmal hier schnell verkauft. Zack, alles weg. Jo, kriege ich ein paar Dollar für. Faustwaffen D50. Wow, was hat die für einen Schaden? Alter Schwede. Diese Faustwaffe verleiht dir auf kurze Distanz enorme Feuerkraft. Du kannst von Seilrutschen aus eingesetzt werden. Wegen ihres starken Rückschusses erfordert sie eine starke Hand. Yeah, bitch! I want it! Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche nur ein erweitertes Magazin. Yo. Ich brauche eigentlich keine Visiere für eine Nahkampfwaffe. Nachtsicht. Ist eine. Okay. Nehme ich einfach das optische Visier? Nee, ich. Wer weiß, was ich noch so als Waffe kriege, deswegen. Gucken wir einfach mal, was es noch so Schönes gibt. Gibt es was Neues bei den MPs? MP5, die gab es vorher, glaube ich, auch schon, oder? Keine Ahnung. Die BZ gab es vorher nicht. Die BZ-19 verfügt über eine höchste Schussfrequenz in ihrer Klasse, jedoch über eine solide Durchschlagskraft und Genauigkeit und ein großes Magazin mit 64 Schuss. Und die Vector? Die Vector ist eine moderne Waffe, die eine extrem hohe Schussfrequenz ohne lästigen Rückstoß bietet. Sie ist präzise und gut für den Kampf auf kurze Distanz geeignet. Oh, das sieht alles mega episch aus hier. Schussfrequenz, Reichweite, Schaden ist natürlich ein bisschen scheiße. Schrotflinten, gibt's da was Neues? Yeah, die Spaß! Die Spaß macht so richtig Spaß! Die halbautomatische Schrotflinte aus Italien hat eine hohe Schussfrequenz, erfordert aber sorgfältiges Zielen als die meisten anderen Schrotflinten. Ja, die kennt man aus allen möglichen Spielen. Ein Sturmgewehr. Das P416 ist eine moderne Variation einer klassischen Waffe. Es verfügt über eine hohe Schussfrequenz und eine solide Genauigkeit. Schön. Ist hier irgendwas Neues? Scharfschützengewehre mag ich ja sehr gerne. Das sieht ja alles sehr nice aus. Das Z93. Kein Gewehr verfügt über eine größere Distanz auf einer größeren Durchschlagskraft als dieses Biest mit Kaliber 50. Mit einfachen Worten, wenn du damit irgendwas triffst, ist es tot. Ja, geil. Ich will diese Waffe haben. Ich brauche Geld. LMGs. Das sieht aber fett aus. MKG. Warte mal, das habe ich jetzt. Beweglichkeit ist eigentlich komplett besser. Das MKG verfügt über eine enorme Schussfrequenz und ist besonders gut geeignet, möglichst viel Blei in möglichst kurzer Zeit zu verschießen. Oh, hell yeah! Noch ein Granatwerfer? Ah, ne, den gab es schon vorher, den GL94. Spezielles, gibt es da irgendwas Neues? Das gab es auch schon vorher alles. Curtain brauche ich alle nicht. Ich brauche nur ein bisschen Munition. Dankeschön. Und wenn ich genug Geld habe, werde ich mir auf jeden Fall das Scharfschützengewehr, die MKG, holen. Und vielleicht noch eine neue MP. Mal gucken. Man ist ja nicht so, ne? Die sieht aber sehr geil aus. Aber muss ich mit beiden Händen führen. Krass. Heftiges Teil. Heftsch, Alter. Voll heftsch. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Laufen, laufen, laufen. Warte, da ist noch ein Schatz. Den hole ich mir schnell ab. Ich kann jetzt alles Geld gebrauchen, was ich finden kann. Oh, da ist noch einer. Schätzelein! Komm herein zu mir. Nee. Oben auf dem Dach vielleicht.
Joch, Jason, was machst denn du? Kannst du nicht mal klettern? Naja, scheißegal. Da hinten ist noch einer. Schätze jagen. Danke. So. Okay, hier kann man auch rein. Oder raus, je nachdem. Wow, die ist fett. Obwohl, soll ich dafür vielleicht doch... Ach, ich kaufe dafür doch ein Visier. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und da hinten ist auch noch ein Schatz. Ja, ich weiß, ich treibe mich jetzt ein bisschen lange rum, aber das ist egal. Ich brauche die Zeit. Warum habe ich eigentlich neben... in jeder Gegend mein eigenes Haus? Die Schaubere. Ist irgendwie seltsam, na egal. Ich brauche das Optische. Was soll's denn? Mann, anpassen. So. Optisches Visier, yo. Okay. Danke, mehr brauchte ich gar nicht. Jo, läuft, ne? Da läuft der. Und jetzt schnapp ich mir eine Karre und fahre da wieder hin. Obwohl ich mit der Karre wahrscheinlich nicht wegkommen werde. Egal. Ich habe gar keine Karre. Oh, sieht aber... Boah, das Teil hat so einen Wumms, Alter. Es hat so einen Wumms. Das ist geil, Mann. Mega krass. Und ich dachte, mein Revolver bammt alles weg. Aber die Knarre ist ja wohl der King unter den Knarren. Damit räume ich richtig auf. Bei den Bitches. Na, ihr Wichser. Na, ihr Wichser. Na, ihr Wichser. Alles klar. Die wollen nichts von denen. Die wollen nichts von mir. Ich will nichts von denen. Wir sind alle cool miteinander. Aber ich werde schon noch früh genug dazu kommen, irgendwas abzuknallen. Mit der Waffe! Alter Schwede. Alter, das sind Bitches. Na, ihr Bitches. Fickt euch, Bitches. Soll ich die mal so erledigen? Vollidiot! Alter, der eine wurde schon da erschossen und der andere steckt noch ein. Okay. Weite Distanz eher nicht so geil, aber okay. Oh, das Reh hat's aber ganz schön weggefetzt. Yeah! Schießen und töten. So gefällt mir das, aber... Schießen und töten. Genau das ist es, was ich so liebe. Wo geht's lang? Über die Berge. Da, wo die Freiheit, wo grenzenlos ist. Geht es jetzt lang? Oh, eine Karre. Sehr schön. Nehme ich. Dankeschön. Also haben die Texturen eben noch geladen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich hab's gesehen. Dum, dum, dum. Genau, machen wir schön Musik an. Die wir eh wegen den Außengeräuschen nicht hören werden. So richtig. Schöne Jamaika Beats. Fahre ich denn am besten lang, um da hinzukommen? Die Route wird neu berechnet. Okay. Bitte wenden. Route wird neu berechnet. Ah, da lang. Rumpel, 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 rumpel. Und hier
Das war ich nicht. Niemand darf mich sehen, bis ich mich umgezogen habe. Boah. Ich habe keine Schall. Doch. Aber ich darf nicht. Betritt die Canyon über die Treppen. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Oh ja, ist gut. Jason, du Pussy. Ich würde sie einfach alle über den Haufen ballern. Wenn ich du wäre. Hier ist niemand. Jason, was ist los mit dir? Hier ist niemand. Nichts als Sand und Wasser und Kropfzeug und Wilde und Schnüffel. Ey, wenn ich mein Snipergewehr zücken dürfte, würde ich den Kollegen da einfach wegfetzen. Beziehungsweise, ich kann ja auch einfach von hinten ihn ganz gechillt abmurksen. Schlafen legen. Aber hier sehe ich echt niemanden, aber jede Menge Schätze. Oh, verlockend. Ich sammle erstmal die Schätze ein, ja? Alles klar. Wo fragt dich da hin? Wo ist denn der Schatz? Wahrscheinlich unter mir irgendwo. Betritt Kenneth über die Treppe. Ja, will ich doch gleich. Un momento, please. Hey, Senor. Ay, caramba. Vor allem, dass er das nicht hört, wundert mich ein bisschen. Ay, caramba, Senor. Warum kann ich den nicht umbringen? Hallo, bring ihn doch um. Moment, kann ich den speichern? Moment. Ah nee, wenn ich jetzt auf schnell speichern drücke, dann ist meine Aufnahme vorbei. Ja, okay. Aber ist das egal. Nee, das geht offensichtlich nicht. Ja, komm, mach jetzt. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Wenn ich nicht... Wenn ich den nicht... irgendwie bewusstlos drosseln kann, darf oder so. Das verstehe ich ja jetzt nicht schon. Ja, ja, sei nicht so eine Pussy, Jason. Stein, ach so, ja, das geht ja auch noch. Wirf einen Stein. Oh ja, ich bin so eine Pussy, ich darf niemanden umbringen, deswegen muss ich Steine werfen. Muschi Jason. Hey. Genau, geh da schön hin. Sei artig. Ein richtiges Bett, das könnte ich. Ich kann nicht in das Loch springen, zu riskant. Ach man, sei nicht so eine Muschi. Jason, was ist los mit dir? Ich bilde mir das wohl ein. Du glaubst, ich lüge, aber es ist wahr. Sag nicht, dass du ungeziefer oder nicht falsch.